So, wieder da bei Donkey Kong Country 2. Geht es jetzt weiter im ersten Level? Wir gehen direkt in die Tür rein, die ich beinahe übersehen hätte. Sammeln den Lehm und... Ah, das ist der Brief, den er uns geschrieben hat. Den brauchen wir uns jetzt nicht nochmal durchlesen. Wir nehmen sie jetzt mit. So. Bäm. Schmeißen sie gegen die Wand. Und sind nett und lassen sie auf unseren Rücken. Und haben auch schon unsere erste Münze eingesammelt. Gut, hier ist nichts mehr. Ups. Direkt meinen ersten Fail. Aber egal, hier ist er wieder. Hey. Aha. Hey. So, weg mit ihnen und weiter geht's. Was ist nun passiert? Das sieht aus wie ein Bonus-Level und ja, wir sollen den Cram-Coin, die Cram-Münze finden und das werden wir jetzt auch versuchen. Schade, ich wollte eigentlich auch noch die Münze da unten haben. Aber naja, man kann im Leben nicht alles haben und nichts ist geschenkt. Bam, bam, bam. Die nehmen wir auch noch und weiter geht's. Und durch die Tür. Das wusste ich jetzt auch noch, nur noch durch den Pfeil. Und dieses Bonus-Level sagt uns, wir sollen sie alle zerstören. Dann werden wir das mal versuchen. Schwerfällige Nashorn. Na. So, natürlich haben wir es geschafft. Nur noch 10 Sekunden Zeit. Und direkt die DK-Münze, die Donkey Kong. Genau. Die Donkey Kong-Münze meinte ich natürlich. Die holen wir uns direkt. So, und es sieht so aus, als wären wir schon am Ende des Levels, wenn ich da jetzt hochkomme. Leider müssen wir unser Rhino abgeben, bekommen aber dafür extra Leben. Zack, und noch eins. Ich kann sie gebrauchen. Und hör zu. Das ist so geil, das ist einfach alles episch. Ich kann echt euch nur raten, zockt es auch selber, wenn es euch gefällt. Es ist einfach nur mega Hammer geil. Ich kann dazu echt nichts weiteres sagen, es ist einfach nur der Hammer. Okay, wir laufen immer hoch und runter, immer ein und dasselbe, deswegen gehen wir jetzt rein. Ab zum nächsten Level. So, sieht so aus, als würde dieses Video, oder dieses Level eher gesagt. Ups, nein. Noch mehr hängen als die anderen. Ja, den Trick muss man beherrschen. Gut, weiter geht's. Scheiß Nebel, der bewegt sich zu viel, deswegen packt er mir jetzt voll ab. Find the Cram Coin. Wir suchen wieder die Münze. Und ab geht's. Wir bekommen noch ein paar Bananen als Geschenk extra dazu. Und hier ist die Cram Coin. Er hängt gerade dermaßen. Du Mistvieh! Du... Nein! Oh nein! Wie armselig ist das denn? Ja, Dixie Kong heult sich eins ins Auglein. Wir versuchen es natürlich nochmal. Was bleibt uns auch anderes übrig? Ja klar, ich könnte aufhören, aber... Wo wäre der Spaß?
Wenn ich jetzt einfach aufhören würde, weil ich einmal jetzt Game Over gegangen bin. Oder tot. Wie auch immer. Wir suchen nochmal die Cram Coin. Ab geht's. Ja, ich glaube, ich weiß, es hängt nur wegen diesem Nebel, weil er sich einfach ständig bewegt und mein Laptop kommt da nicht klar, noch nebenbei mit aufzunehmen und es ist einfach gerade alles zu viel für meinen Laptop. Bitte entschuldigt. Ich hoffe, danach kommen auch Level, die nicht mehr so hängen. Damit ihr auch Spaß beim Zugucken habt und ich auch Spaß beim Spielen, denn es macht so echt keinen Spaß. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Nee, ne? Heftig. Ich sterbe einfach immer. Was ist da los? Nochmal. Wir zeigen es ihnen. Wir schaffen es. So, diesen Mist da unten brauche ich jetzt nicht mehr machen. Habe ich jetzt schon zigmal. Reicht langsam. Zack, hol mir direkt meine Dixie-Kollegin hier. Meine Dixie-Kong-Freundin. Sam. Ha, diesmal nicht. Holen uns die Münze, warten bis er wieder weg ist und laufen dann wieder ganz schnell rüber. Damit ich ja nicht schon wieder sterbe. Holen uns das O, gehen links lang, holen uns die Feder und die zwei Münzen. Aber fragt mich Leute, wofür sind die Federn? Gab es die bei Super Nintendo? Ach, ja, bei Super Nintendo auch? Ich habe keine Ahnung, wofür die da sind. So, und hier haben wir unseren Speicherpunkt. Und Leute, seht mir nach. Aber ich werde auch so speichern, weil ich Angst habe, dass er abkackt. Entschuldigung. Also ist mir einfach zu gefährlich. Donkey Kong Country 2 und Let's Play. So, jetzt hängt er natürlich im Moment noch mehr. Och, ich bin gestorben. So, ich werde eben ausprobieren, ob das wirklich gespeichert hat. Seht's mir nach, Leute. Aber. Ach da. Ich will das nicht nochmal machen. Nicht noch ein zweites Mal. Ich habe davor nämlich schon mal angefangen. Und durfte dann wieder aufhören. Weil mein kompletter Laptop abgeschissen ist und das möchte ich einfach nicht nochmal riskieren. Ach, bin ich doof, was mache ich denn da für Mist? Kopieren, schließen, File speichern. Einfügen, speichern. File load. Hallo. Entschuldigt, Leute. Hier ist es. Okay, hat gespeichert. So. Weiter geht's. Gehen in die Banane und daraus kommt ein irgendetwas mit Pfeil. Ein Fass mit Pfeil, meinte ich natürlich. Sam, voll in die Schnauze mit dem Ding. Weiter geht's und das ganz flugs. Runter. Und das End holen. Schnell wieder links und dann geht's auch nach oben. Aber nicht treffen lassen. Nehmen die Kugel mit. Und es hatte auch einen Grund, warum ich sie mitgenommen hatte. Hier ist nämlich wieder ein Minigame. So, wie ich mich mit diesem Minigame schlage, seht ihr im nächsten Video. Also, bis dahin, Leute. Adios!